Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen seit langer Zeit mal wieder zu einem Replay von World of Tanks. Und heute sind wir mit One-Shot Larry unterwegs in seinem AMX-12T, auch besser bekannt als Achim292. Der hat auch seinen eigenen Kanal und hat dort auch öfter mal ja, Videos von World of Tanks, des Weiteren, was hat er zuletzt noch, Kingdom Come zum Beispiel. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken, wenn ihr auch auf andere Spiele mal Lust habt. Und ansonsten fährt er auch öfter mal mit mir hier im Zug WoT und kann auch ein ganz netter sein, wenn er nicht gerade schimpft. Zwinker, zwinker. Nee, aber guckt da mal vorbei. Und ja, jetzt auch nochmal ganz kurz in eigener Sache, wenn ihr ein Video habt, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt, dann lasst es mir gerne zukommen. Entweder über meine E-Mail-Adresse, die ihr in den Kanaleinstellungen findet, rob2k@web.de, oder schreibt mich in-game an und schickt mir dort einen Link. Oder aber auch, ah, guck mal, schade, Tech 64 leicht verfehlt. Ärgerlich, der kommt hoch. Ja, oder er fragt dort sonst auch den Discord-Link, dann könnt ihr mir auch Sachen über Discord schicken. Das ist meistens das Einfachste. Ach, guck mal an, da geht der 14 TP schon drauf. So, das war's jetzt auch. Jetzt geht's ans Kommentieren. Wir gehen mal in Larrys oder in Achims Sicht und mal gucken, ob er irgendwas aufmachen kann. Aktuell noch nicht. Kommt keiner über die Fläche gefahren, keiner Richtung Mitte, bis auf den Type, der jetzt oben auf dem Berg ist. Okay, das ist auf jeden Fall sehr verwunderlich. Da geht der M8A1 auf. Gut, und nee, er will noch nicht schießen. Okay, er wartet noch. Jetzt geht das Nashorn auf, einzielen und auch noch nicht schießen. Okay. Und was ist denn da los? Er zielt aufs Nashorn, das Nashorn fällt hinter den Stein. Er zielt auf den M8, der M8 fällt hinter den Stein. Aber jetzt hat er eingezielt und komm. Jawohl, erster Schuss sitzt. Schönes Ding, über die Hälfte der HP vom M8 abgezogen. Und er ist nicht aufgegangen. Ich tippe mal, er wird auf seiner Crew schon sechsten Sinn haben. Und da jetzt hier keine Lampe anspringt, ist er tatsächlich nicht aufgegangen. Und der M8A1 hat eigentlich einen relativ guten Spot-Wert, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. So, oh. Jetzt hat er gerade nach, jetzt ist er gerade im Reload, im Clip-Reload, im kompletten. Das ist natürlich super ärgerlich. Aber, jawohl, schönes Ding. Das ist immer so, ne? Dann denkst du, ja komm, einen Schuss, den kann ich jetzt schnell nachladen. Kommt jetzt gerade nichts und dann steht der da und steht der da und du sitzt da. Nein, ich kenne das so gut. Ich kenne das so gut. Und ich glaube, so hat Achim sich auch gerade gefühlt. Gehe ich mal stark von aus. So, auf jeden Fall, jetzt, er lädt schon wieder nach, fährt jetzt den Berg hoch. Hat jetzt nachgeladen, sehr gut. Denn mit 4 Schuss kann er den Type 64 locker rausklippen. Er wird sich sicherlich auch ein, zwei Schuss fangen, vielleicht auch drei. Aber das sollte ganz relativ schnell gehen. So, jetzt. Ja, genau. Erster Sitz. Type verschießt. Sehr gut. Type bleibt sogar stehen. Das ist natürlich jetzt richtig gut. Oh, und das, ja, gut. Sehr schön. Den Type rausgeklippt. Jetzt ist er im Reload. Hat sogar nur einen Treffer gefangen, weil der Type den ersten auf jeden Fall verschossen hat. Dann habe ich nicht mehr hingeguckt oder nicht mehr drauf geachtet. Das war natürlich jetzt ein Glücksfall, weil erstmal verschießt der Type, kriegt nur einen Schuss rein. Das war ein richtig, richtig guter Trade hier. Während Achim halt hier 4 Schuss reindrücken kann und den Type rausnimmt. Ich wäre als Type-Spieler den Berg wieder runtergefahren. Ich hätte es jedenfalls versucht, um hier noch ein bisschen zu überleben. Denn gegen einen vollgeladenen AMX 12T hast du als Type einfach keine Chance. Mit 580 HP hat er, glaube ich. Und der Type klippt ja pro Schuss. Klippt ja. Was ist das? Hat er pro Schuss? Hat er 120, 130 Schaden? Nee, mehr, glaube ich, oder? Naja, auf jeden Fall war der Type ja auch nicht mehr Full HP. Insofern ja, war das hier abzusehen, dass der da rausgeklippt wird. Und deshalb wäre ich als Type-Spieler da jetzt weggefahren. So, jetzt haben wir hier zwei nicht mehr ganz Full HP-Panzer. Oh nein, Abpraller, wie ärgerlich. So, der zweite sitzt, super schön. Aus der Fahrt hier. Oh, weiter vorhalten, Achim. Stück weiter vorhalten. Jawohl, schönes Ding gekettet. Und da der erste leider vorbeiging, muss ist er jetzt im Reload mal wieder, weil der AMX ja halt hier nur 4 Rounds im Magazin hat, 4 Granaten im Magazin hat. Und ja, deshalb kann er hier den Sherman 3 leider nicht mehr rausnehmen. Aber nichtsdestotrotz, guck mal, da kommen schon die nächsten angefahren. Alle über die freie Fläche. Wunderschön. Oh, Tick zu weit vorgehalten, schade.
Das ist immer so. Oh, guck mal, wie die alle kommen. Krass. Ja, schön hier. Marder gewonhittet. Hatte aber auch nicht mehr Full HP insofern. Aber schön. Trotzdem. Oh, da kommt noch einer. Wahnsinn. Das ist jetzt der 5. oder der 6. Panzer, der da jetzt nacheinander Richtung Flagge fährt. Ja, und jetzt wird es natürlich langsam ein bisschen kritisch hier. Mit 2 Panzer schon im Cap. 30 Sekunden noch Zeit. Also er kann resetten, definitiv. Muss halt nur gucken, wie und wo und wann, weil es stehen ja jetzt schon ein paar mehr, ne? Und guck mal an, zack, rausgenommen. Zack, oh nein, 12 HP, fängt er sich leider noch ein. Aber kann hier schön 2 Kills nehmen und halt komplett resetten und die Bedrohung verhindern. So, jetzt muss er zusehen, dass er wegkommt, denn der, was ist das, T-34, der hat jetzt Blut geleckt und denkt sich so, haha, 2 Schuss raus. Das sind maximal noch 2 Schuss drin. Und wahrscheinlich lädt er nach, dann habe ich komplett freies Spiel. Und er jagt ihn jetzt. Aber Achim ist ja nicht blöd, er ist ja ein Guter. Der, fällt hier einfach mal weg. Der kann ja locker den T-34 hier abhängen, das ist ja gar kein Thema. Und der KV-2, guck mal, Jägerbomb 2018, der bringt sich jetzt hier hoffentlich in Position, um dann gleich dem T-34 eine Schelle zu verpassen. Mal schauen. Achim ist jetzt aktuell bei 6 Kills, hat den Krieger gerade geholt. Und, naja, ein paar Gegner sind ja auch noch da, also gucken wir mal, was so passiert. Denn der KV-2 ist mit ihm der letzte Überlebende aus seinem Team. Und, Entschuldigung, Verzeihung, ich bin etwas, wie man vielleicht auch an meiner Glöckchenstimme hören kann, etwas erkältet. Ich denke mal, da ist so eine mordsgefährliche Männergrippe im Anflug. Oh, der T-34 passt hier nicht auf. So, schön, da kann er 2 reindrücken. Das ist natürlich richtig gut. Jetzt muss er sich bewegen, denn die Arti genau hinter den Stein erstmal nachladen. Ja, super, perfekt. Hätte ich nämlich genauso gemacht jetzt hier. Oh nein, Jägerbomb, was machst du denn? Oh. Jägerbomb 2018 schmeißt seinen KV-2 weg. Und so, jetzt drückt Achim hier nach vorne. War noch nicht ganz fertig mit dem Reload, aber egal. So, jetzt gleich nochmal nachladen. Super. Achim, ich sehe, wir verstehen uns. 1A gemacht hier. Kill Nummer 7. Und ja, jetzt ist die große Frage. Es sind noch 2 TDs und eine Arti. Also eigentlich eine ganz gute Voraussetzung. Er ist jetzt hier im Light unterwegs. Ich denke mal, er wird alle outspotten können. Wenn die sich jetzt hier irgendwie nähern sollten. Wenn die Gegner clever sind, werden sie sich jetzt hinten reinstellen und halt darauf hoffen, dass Achim vielleicht jetzt hier irgendwie angreift. Tja, gucken wir mal, was passiert. 7 Kills hat er jetzt aktuell. Er ist bei 1777 Schaden. Hat schon 16 Treffer gelandet. Das ist auf jeden Fall mal ein echt, echt krasser Wert. Aktuelle wären 9098. Und da haben wir das Nashorn. Und er geht hier auf. Ja, mal gucken und... Oh, ja. Oh, da fängt er sich tatsächlich noch eine vom Nashorn. Das muss aber echt ein Pixelshot gewesen sein hier. Komm, ein noch. Oh, die Leffe auch noch mal mit 28. Jetzt wird's aber langsam knifflig hier. 32 HP hat er noch. Und die Leffe kann halt schnell schießen, das wissen wir alle. Ja, da ging der Schuss von der Leffe hin. Das ist halt wiederum das Gute, dass die Lev keinen Splash-Damage macht. Ne? Die muss halt schon genau treffen, um Schaden zu machen. Und das auf die Entfernung bei einem armen X-12-Tonner, das ist schon dann echt ein kleines Glücksspielchen. Entweder brauchst du dafür wahnsinniges Können oder wahnsinniges Glück oder beides zusammen, um halt so ein Ziel zu treffen mit der Lev. Direkt zu treffen. Und das hat die Lev hier nicht geschafft. Jetzt ist er zugegangen, Gott sei Dank. Und so, jetzt 8er Kill. Radley Walter hat er auch sicher. Sehr schön. Und hat hier auch, das Nashorn war, glaube ich, so ziemlich Full HP noch. Ne? Ja, 431 hatte das Nashorn noch. Das ist schon ordentlich. Und jetzt schreibt hier Jägerbomb 2018, look for Arti first. Ja, Mensch. Das ist ein sehr guter Tipp. Ich glaube, Achim wäre da niemals drauf gekommen. Dementsprechend hier Jägerbomb 2018. Vielen Dank für diesen Tipp in Achims Namen. Sage ich jetzt mal.
Na, sein KV2 so wegzuschmeißen und dann kluge Ratschläge verteilen, das ist total super. So, jetzt steigt die Spannung. Ich bin mal in meiner Sicht jetzt hier gerade, um einfach ein bisschen besseren Überblick für mich und auch für euch zu haben. Weil wenn wir jetzt in Achims Sicht gehen, okay, Achims Sicht ist auch nicht so viel schlechter gerade. Der ist jetzt gerade nicht eingezielt hier. Und da geht die Lev auf. Zack. Zack. Oh, 3 Hits braucht er für die Lev. Krass. Wow. So. Das war natürlich richtig gut, weil auf die Distanz hätte selbst die Lev, denke ich mal, aus der Schulter getroffen, ohne da groß einzuzielen. Das war echt wichtig, dass der reingeht. So, und jetzt ist die große Frage. Wo steht die Stuck 4? Watt 58. Ein Kill hat er aktuell. Achim ist jetzt bei 9 Kills. WN8 von 15.756. Ja. Also, ich sag mal, sollte er das gewinnen, wird es definitiv eine Meisterrunde. Tipp ich mal. Ich weiß gar nicht, kann man auch einen Panzer meistern, wenn man eine Runde verliert? Hatte ich bisher noch nie, deshalb blöde Frage vielleicht, aber keine Ahnung. So, obwohl Jägerbomb muss man sagen, er hat auch immerhin 3 Kills gemacht. Gut, ich meine, mit dem Stummel KV2 ist das jetzt auch kein Problem, als Top-Tier hier sogar. Oh, guck an, und da haben wir Stuck ist AFK. Guck mal, der bewegt die Kanone nicht. Alter, Achim. Gut. Ich sag mal, das war jetzt ein bisschen Glück, wenn der nicht AFK gewesen wäre. Der hat nämlich genau auch in Achims Richtung gezielt. Aber sowas gehört halt auch dazu, ne? Und ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Saugeile Runde. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ist das der hier? Nee. So, Moment, ich mache mal eine kurze Pause. Irgendwie kriege ich mein Bildschirm da nicht rüber. Keine Ahnung, warum das so ist. Klar, Moment. Ja, so, jetzt habe ich das dann irgendwie so geregelt. Eigentlich wollte ich eine Fensteraufnahme in OBS generieren, bekomme da aber die ganze Zeit nur ein schwarzes Bild. Keine Ahnung, woran das liegt, da muss ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Ich habe jetzt einfach eine Bildschirmaufnahme hinzugefügt. Das seht ihr, das heißt, ihr seht meinen aktuellen Bildschirm. Und so funktioniert es dann tatsächlich, dass wir jetzt auch Achims schöne Übersicht uns doch noch zu Gemüte führen können. So, er hat seinen AMX damit in der Runde gemeistert. Hat Hand Gottes bekommen für Abpraller, die eigentlich den Panzer zerstört hätten. Hat den Schläger bekommen, den Duellanten bekommen, Wirkungsfeuer bekommen, die Pools Medal für 10 Kills. Ne? Also nochmal die Steigerung zum Krieger und zu Radley Walters. Schöne Pools Medal jetzt hier einmal drauf geknallt noch auf die Runde. High Caliber und den Krieger. Warum jetzt hier die Radley Walters nicht angezeigt wird? Vielleicht, weil er die jetzt bekommen hat, ich weiß es nicht, aber dann müsste ja auch der Krieger weg sein. Naja, auf jeden Fall hat der Krieger Radley Walters und die Pools-Medaille bekommen. Oder es wird nur eine in einer Runde verliehen, das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall hier die Pools-Medaille, dann nochmal die höhere von beiden für 10 Kills. So, hier könnt ihr einmal sehen, wen er alles getroffen und beschädigt hat und so weiter und so fort, gespottet. Schöne Treffer hier gelandet auf den T34 auf das Nashorn, den Type 64 hat er alle 4-mal getroffen, also den ganzen Clip reingeladen, reingedrückt, wie auch immer man das sagen möchte. So, Teamscore gucken wir uns an. Ist er deutlich auf Platz 1 hier. Ich sortiere das ja gerne nach Erfahrung, aber auch vom Schaden her kann man schon direkt sehen, da ist er mal eben 2100 Schaden locker über dem, ach nee, Quatsch, 1900 Schaden über dem zweiten und 2000 Schaden über dem dritten. 10 Kills, Wahnsinn.
1460 Basiserfahrung, das ist auf jeden Fall schon ein ordentlicher Wert. Und auch hier auf der anderen Seite einmal ganz kurz, die Lev, ne, mit 1336 Schaden, das ist ein richtig, richtig guter Wert. Da hat er ordentlich getroffen, hat auch 3 Kills, nicht schlecht. Aber wir gucken halt natürlich erstmal hier bei Achim weiter. Und zwar auf den Detailed Report. Und da sehen wir, er hat 31 Mal geschossen, hat 26 Mal getroffen. Und da gingen tatsächlich auch 25 Schuss von durch. Also eine wahnsinnig gute Quote, gerade auch. Er hat ja auch viel auf Entfernung geschossen hier. Na, auf die fahrenden Fahrzeuge da zur Flagge hin, zur eigenen, wenn wir uns daran erinnern. Also eine gute Quote hier, sehr gute Quote. Kaum verfehlt und fast alles penetriert. Sehr, sehr geil. 26, ja genau. 2623 Schaden. Davon hat er 607 über 300 Meter oder mehr gemacht. Hat hier 4 Treffer erhalten, alle 4 gingen durch. Das ist natürlich halt das Problem beim AMX mal auf den Bouncer warten. Da kannst du lange warten. So, hat hier 4 Gegner gespottet, hat 11 beschädigt, 10 zerstört und hat hier noch 85 Support-Schaden mitbekommen. Das ist natürlich ein bisschen wenig, aber ich sag mal, irgendwas ist ja immer, ne? Dementsprechend trotzdem sehr, sehr geile Runde. 6,38 Kilometer gefahren. Das ist auch ein richtig, richtig guter Wert. War viel unterwegs hier. Und hat mit seinem Premium-Account nachher tatsächlich noch 712 Credits herausgeholt. Liegt natürlich auch daran, weil er hier sehr, sehr viel Ammo-Resupply-Kosten hat. 41.000, das ist schon echt ein ordentlicher Wert, muss man sagen. Aber wer viel schießt und halt auch ja, relativ viel Premium, scheint auch dabei gewesen zu sein, dann wird es natürlich auch ein bisschen teuer. Aber wie gesagt, in der Meisterrunde, da kannst du dir auch, na, da stört das einen auch nicht, wenn man da mal Minus macht. Aber wie gesagt, er hat halt den Premium-Account und konnte sogar noch ein klein bisschen Gewinn rausholen. Hier unten einmal die Basiserfahrung zu sehen und das Ganze ging 11 Minuten 38 Sekunden. So, Achim, dann vielen Dank fürs Einsenden. Ich hoffe, dir und den anderen hat es gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr ein Video habt, was ihr denn gerne auch mal gezeigt und oder kommentiert haben möchtet, lasst es mir gerne zukommen. Na, rob2k@web.de ist meine E-Mail-Adresse oder ansonsten schreibt mich einfach in-game an. In-game heißt ich Rob Hawk, Robhawk. Und dann könnt ihr mir da auch was zuschicken. So, einmal noch ganz kurz. Die anderen Videos, die ich jetzt noch auf dem alten Rechner hatte, die kann ich nicht mehr abspielen. Also Mitchell, leider, sorry dafür, das wird nichts mehr. Da zeigt WoT mir halt nur noch Fehlermeldungen an mit die Runde mit dem 112er und auch dann Type 64 Runde. Das wird nichts mehr. So, ich hoffe trotzdem auf neue Runden dann. Jetzt bin ich auch wieder mit dem Rechner am Start. Jetzt sollte das auch wieder hinhauen. So, liebe Leute, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und gute Unterhaltung. Und dann sehen wir uns wieder. Bis demnächst. Ciao, ciao.